Sehr geehrte Damen und Herren, die SPD hat um Zustimmung zu einem Resolutionsantrag gebeten, mit dem sich unsere Fraktion eingehend befasst hat. Zunächst haben wir ihren Resolutionsantrag unter Denkmalschutz gestellt. Wir haben nachgedacht, ohne gleich zu urteilen, zu verurteilen, und haben uns Fragen gestellt und uns auch über die möglichen Folgen und Wechselwirkungen dieser Resolution ein Bild gemacht. Schauen wir zunächst nach Moria und um was die griechische Regierung gebeten hat. Sie hat eindringlich davor gewarnt, den Flüchtlingen das Signal zu senden, wir brauchen nur unsere Unterkünfte anstecken, dann werden wir nach Europa kommen. Dies habe eine fatale Wirkung für die übrigen Flüchtlingsunterkünfte und würde katastrophale Zustände auslösen. Ob dies nun die vielbeschworene europäische Solidarität ist, mit dieser Resolution explizit gegen eine Bitte eines europäischen Partners zuwiderzuhandeln, das mag jeder für sich entscheiden. Würden wir Ihrer Resolution zustimmen, würde dies ganz praktisch bedeuten, dass wir diese Menschen in einen Corona-Hotspot sondersgleichen holen würden, in ein Land, dessen medizinische Kapazitäten wegen Corona kurz vor dem Kollaps stehen und das öffentliche Leben nahezu lahmgelegt ist. Und damit bereiten wir den Flüchtlingen gleich das nächste Problem. Haben Sie nicht die Ausführungen unserer Kanzlerin gehört, dass gerade Menschen mit Flüchtlingshintergrund äußerst negativ von den Corona-Folgen betroffen sind? Ist das Ihr Verständnis von Menschlichkeit, liebe Kollegen der SPD? Und was ist, wenn in den Aufnahmeeinrichtungen auch Corona-Fälle auftreten? Wenn über diese Einrichtungen eine Quarantäne verhängt werden muss? Diese Menschen haben dafür kein Verständnis, wie der Blick nach Kassel zeigt. Dort ließen sich die Flüchtlinge nach erfolglosen Diskussionen mit dem Sicherheitspersonal erst durch den Einsatz einer Polizeispezialeinheit wieder beruhigen. Wie sagte Hessens Europaministerin Lucia Puttrich, CDU, zu Moria: Dieser Gewaltausbruch einiger darf nicht belohnt werden, weder eine Verlegung in andere europäische Länder, noch bei der Dauer oder dem Ergebnis des Asylverfahrens. Die Bilder in der Bild-Zeitung werfen nach Meinung von Frau Puttrich die Frage auf, was einige Menschen dazu bringt, ihre sichere Unterkunft in Europa anzuzünden. Und was sagt der vielleicht zukünftige Bundeskanzler Friedrich Merz? 40% der Lagerinsassen sind bereits abgelehnte Asylbewerber. Sie sind nicht berechtigt, diese Lager in Richtung Europa zu verlassen. Es gibt für diese Flüchtlinge dauerhaft keine Perspektive, in Europa zu bleiben. Es geht bei einem Resolutionsantrag vor allem darum, ein emotionales Signal zu setzen. Wir fragen uns da schon, welches Signal wir mit einer Unterstützung dieses SPD-Signalantrages allen Bürgern setzen. Und hier sind auch überwiegend Ihre Nochwähler dabei, verehrte Abgeordnete. Unserer Wirtschaft droht den nächsten Lockdown ein weiterer Todesstoß. Bürger werden in Kurzarbeit geschickt, sorgen sich um ihre Arbeitsplätze. Rentner und zukünftige Rentner werden durch die Ausbeutung unserer Sozialsysteme in die Altersarmut geschickt. Unsere Gastronomie, Veranstaltungsdienstleister und die Tourismusbranche werden zur Schlachtbank geführt. Unsere Kinder werden in den Kindergärten und Schulen mit dem Tragen von Mund-Nasen-Bedeckungen traktiert. Wir müssen deutliche Signale setzen, und zwar von denen, die Signale nicht über den Geldbeutel anderer versenden möchten. Wo sind die Signale von denen, die auf eigene Kosten Flüchtlinge aufnehmen können und möchten? Also bitte fordern Sie keine Unterstützung von uns,
als Bürgervertreter, die unseren Bürgern eine Aufnahmebereitschaft für Wirtschaftsflüchtlinge abverlangt, die mit dazu beitragen, die Kriminalitätsstatistik anzuführen und die unsere Sozialsysteme weiter belasten. Wir werden nicht gegen die Interessen unserer Bürger verstoßen und lehnen die Unterstützung Ihres Antrages ab.